Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den BS18 SPL Akkuschrauber an oder den ARG Brushless Subcompact. Da schauen wir uns die Umdrehungszahl an, Mindestumdrehungszahl 20 Umdrehungen, was wirklich sehr langsam und sehr genau ist. Super! Im ersten und im zweiten Gang werden die angegebenen Umdrehungszahlen übertroffen. Hut ab. 1,77 Kilo mit dem 4H. Genau ein Kilo, Wicke. Wie schon gesagt, genau 16,4, ganz knapp geht es drüber. Haben wir eine Gesamthöhe von, da sind wir bei 19, ziemlich genau 19, von da bis da. Was gibt es da mehr zum Sagen? Die Länge habt ihr, ist ja das Wichtigste, oben ist er auch kompakt, dass ihr es wisst. Oben ist er bei 5,6 cm und so ist er bei 5,3, ja, da hinten, aber das ist ja auch wichtig. Schauen wir uns den Subcompact an. Der Subcompact ist mega kompakt, das stimmt, das ist nicht nur ein Ausdruck, das stimmt wirklich. Bei 16, also ist wirklich kompakt, ihr seht ja, meine Hand, mega guter Akkuschrauber. Was mir immer bei ARG nicht gefällt, das unten, das macht ihn halt, der sticht halt so weit vor, wisst ihr wie ich meine. Aber es kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil im Prinzip der Teil hier ist fast bündig und somit, wenn man mit dem Akku da hinten wäre, hat man dann eine wäre man dann insgesamt länger im Prinzip. Deswegen eigentlich auch kein Nachteil, es ist halt ungewohnt. Zur Kupplung gibt es nichts zum Sagen, außer dass sie einfach perfekt ist. Wieso ist sie perfekt? Weil jede einzelne Drehmomentstufe die Schraube weiter versenkt hat. Also es ist ein sehr lineares Verhalten und funktioniert einfach tadellos, rutscht nicht, eine sehr, sehr gute Kupplung, eine von den besten, wenn nicht die beste, die ich bis jetzt getestet habe.
8x260, hab keine längere mehr. 3, 2, 1. Zehn mal 450. Eins. Fast. Er schafft es aber nicht ganz. Spalten hat dann. Aber geschafft eigentlich. Machen wir zuerst mal 100er. So, kommen wir zur Drehmomenttabelle. Wie ihr sehen könnt, ist der AEG mit seinen 25 Newtonmeter sehr weit vorn. Im Prinzip teilt er sich den dritten Platz mit dem 1848 Li und mit dem Parkside PABSP 20 LIC2. Alle seien deutlich größer. Das heißt, der AEG bringt sehr viel Leistung für seine Größe. Das ist wirklich überzeugend, muss ich sagen. Beim Geschwindigkeiten in Sekundentest belegt der AEG den zweiten Platz. Das ist wirklich eine extrem gute Leistung für die Größe, für das Geld natürlich dann wieder etwas schlechter, aber ja, so ist es halt. Der AEG ist einfach ein sehr, sehr guter Akkuschrauber, unglaublich, also bin wirklich begeistert von dem. Beim Gewicht ist er etwas schwerer, er wiegt wie der Bosch 18V40. Also er ist für seine Größe relativ schwer, muss man sagen, weil, ja, er ist einfach relativ schwer für seine Größe, aber er ist immer nur sehr, sehr handlich und leicht, muss ich sagen. Auch bei der Lautstärke punktet der AEG. Wir sehen können es, 80 Dezibel für die Leistung ist wirklich extrem leise. Mein 1848, der andere AEG, DeWalt, Parkside, seien sehr, sehr viel lauter und unangenehmer vom Geräusch her. Super. Der AEG preislich ist schwer zu sagen, weil AEG verkaufen kaum Online-Shops oder Geschäfte. Und deswegen habe ich 150 genommen, weil ich es bei französischen und anderen Seiten solo gefunden habe für 150. Aber Österreich, Deutschland um die 250 mit zwei Akkus und einem Ladegerät. Das ist der Preis, also schwierig. Aber mega, mega, mega guter Akkuschrauber. 25 Newton mit dem ersten, 8 im zweiten. Bei der Größe brutal, super, super gut, gute LED, gute Verarbeitung, klingt kräftig, nicht zu aufdringlich, vom Geräusch her ist er wirklich komplett in Ordnung, Bohrfutter ist gut, hat nicht einmal oder vielleicht ein, zwei Mal, ist aufgegangen, aber wegen mir wahrscheinlich, weil ich nicht ganz zugedreht habe, LED ist gut,
Drehmoment, also die Kupplung funktioniert tadellos. Das ist tadellos. Erster, zweiter Gang. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also wenn er einen haben will, der die meisten Aufgaben schafft, der ist mit dem richtig, also richtig bedient. Super Akkuschrauber, super AEG. Guten Job habt ihr mit dem Subcompact gemacht. Brutal gutes Gerät. Abschaltverhalten, im schlimmsten Fall, wenn er dann immer angeht, einfach Akku raus, Akku rein, funktioniert sofort wieder. Ich weiß nicht, 450 Umdrehungen, 1700, das ist top der beides, was ich meine. Es ist wirklich ein Gerät, was die Erwartungen komplett erfüllt oder sogar übertrifft. Also das würde, und 6 Jahre Garantie, für mich gibt es nicht viel zu meckern. Sehr, sehr solides Gerät. Kann ich jedem nur ans Herz legen, wer einen kompakten Akkuschrauber haben will mit viel Leistung. Der ist momentan sehr gut dabei. Der übertrifft den anderen AEG. Also ist deutlich besser wie der andere AEG, aber der ist auch bürstenlos. Deutlich besser wie der andere AEG, wie der BSB 18 G4 hat der Kosten, glaube ich. Deutlich besser. Was gefällt man dem besser? Im Prinzip fast alles. Er ist kompakter, er ist leistungsstärker. Der ist einfach besser. Er ist unten verlinkt. Ich bedanke mich fürs Schauen. Lasst ein Abo da, ein Like. Danke, Servus und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.